So, willkommen hier im Live. Am besten gebe ich dem Ganzen noch einen Namen. So. Heute geht es nämlich um die Kraft von Gemeinschaft. Ich sage es auch gleich nochmal. Und ja, ich rede jetzt hier gleich. Hoppa, jetzt muss ich mich erstmal richtig hinsetzen. Ah ja, willkommen. Willkommen, willkommen. So, ich rede gleich mit der Gina. Da ist sie auch schon, sie kommt gleich rein. Wir reden heute über die Kraft von Gemeinschaft und wie ein wirklich Gemeinschaft unheimlich stärken kann und wie du auch so aus Einsamkeit rauskommst, rein in Verbundenheit und mehr deinen eigenen Tribe findest. Ja. Und ich warte jetzt nochmal ganz kurz einen Moment, bis die Gina hier dazugekommen ist. Und einladen. Und das ist heute meine Premiere. Ich mache das erste Mal hier Instagram live. Von mir aus. Ich war jetzt schon eingeladen letztes Mal bei Gina, aber jetzt das erste Mal, dass ich es mache und ich hoffe, dass es klappt. Und es scheint zu funktionieren. Hallo. Kannst du Hey. mich gut hören? Ja, super. Bin ich auch gut zu hören? Klasse. Ja, sehr gut. Technikcheck abgeschlossen. Ja, ich wollte dich Ja, genau. Ich stelle mich auch noch mal kurz vor und dann dich. Ich bin der Vincent und bei mir geht es um verschiedene Themen. Hauptsächlich geht es bei mir wirklich ums Thema in die eigene Kraft kommen und das auch oft über die Wut. Also ich bin auch Wut- und Mut-Coach und helfe dir intuitiv wirklich an deine Ressourcen zu kommen und auch, wenn du selbstständig bist, dich zu positionieren in ganz konkreten Projekten, helfe ich Unternehmern und Selbstständigen bei Workshops, bei Vorträgen, bei ihrer Website, bei Live-Videos und Image-Videos und ja, lass da meine Erfahrungen aus den letzten Jahren einfließen, wo es ganz viel ums Thema Authentizität und Marketing eben geht. Und heute spreche ich mit der Gina über die Kraft von Gemeinschaft. Und Gina ist auch wirklich total intuitiver Mensch und intuitiver Coach. Ich habe sie jetzt schon mal ein bisschen kennenlernen können im letzten Gespräch. Und ich fand es einfach schön zu sehen, wie sie da so ihre Erfahrungen, die sie ganz viel schon auch mit Gruppen und mit Einzelcoachings hat, wirklich auch kombiniert mit ihren eigenen Erfahrungen, wo sie selber immer wieder bereit ist, sich irgendwie neu zu entdecken, anzugucken. Und ja, die Gina war jetzt auch auf einem sehr spannenden Retreat mit Frauen, da lasse ich sie gleich noch mehr drüber erzählen. Und heute soll es wirklich darum gehen, wie können wir irgendwie mit Einsamkeit umgehen, wie können wir damit umgehen, dass wir uns vielleicht auch noch nicht so in der Gemeinschaft fühlen, in der wir uns gerne fühlen würden, vielleicht wohntechnisch, vielleicht irgendwie in der Freizeit, vielleicht im Freundeskreis. Und wie können wir auch dahin kommen, mehr unseren Tribe zu finden, unsere Leute zu finden und uns dann auch wirklich unter den Leuten verbunden zu fühlen. Ja, und das dann als Ressource für unser Leben zu nehmen, um alles andere durchstarten zu lassen. Willkommen, Gina. herzlichen Dank, Vincent. Ja, ich glaube, ich würde auch noch mal gerne vorab sagen, dass Gemeinschaft sehr, sehr wichtig ist, auf jeden Fall, weil wir sind einfach Rudeltiere. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, dass grundsätzlich unsere Gesellschaft sich halt dahingehend entwickelt hat, gerade auch in der westlichen Welt, wo das Individuum sehr stark fokussiert wird. Und ich sag mal so, die falsche Gemeinschaft ist auch nicht das Richtige. Und bei mir würde ich halt sagen, dass ich war immer schon irgendwie everybody's darling. Ich wollte überall dazugehören. Ich war dann auch in diversen Gruppen und auch in vielen Gruppen unterwegs, die mir gar nicht so gut getan haben. Und ich würde sagen, also 2016 bin ich hier alleine in meine erste Wohnung gezogen und da konnte ich eigentlich das erste Mal so dieses Alleine-Leben und Single-Dasein und so mal wirklich auskosten. Und aus dieser Einsamkeit, aus diesem sich für mich selbst nochmal neu aufstellen, auch zu wissen einfach genau, wer ich bin und was ich will, was ich mag, aus dieser Position dann nochmal nach Gemeinschaft zu gucken. Und dann zieht man auch einfach nochmal die richtigen Gruppen an. Also für mich war da ganz ausschlaggebend jetzt die letzten 2 Jahre,
eine Gruppe von Frauen, die ich auf einer Demo mehr oder weniger kennengelernt habe. Oder wir haben uns ja eigentlich zusammengefunden durch eine Demo. Black Lives Matter habt ihr vielleicht auch mitbekommen die letzten Jahre. Das war bei uns sehr ausschlaggebend. Ich drifte jetzt ein bisschen ab, weil das jetzt aber nochmal schon auch wichtig ist. Ja. Ich wurde das erste Mal von dieser Gruppe wirklich gesehen als die, die ich bin. Also ich bin Deutsche, ich bin in Deutschland geboren, aber ich habe eben indische Wurzeln und ich habe halt zum Beispiel auch ja hier und da einfach Begegnungen mit dem Thema Rassismus gehabt. Und bei dieser Black Lives Matter-Gruppe, die sich da gefunden hat, war es das erste Mal, dass ich von anderen Frauen, und da war es wirklich durch die Bank weg eigentlich, afrodeutsche Frauen, die mich gesehen haben, wo ich mich da komplett dazu gefühlt habe. Also hier auch nochmal ein Shoutout an meine Better Together Sisters. Die haben für mich die letzten 2 Jahre erträglich gemacht. Ja, also diese letzten 2 Jahre waren ja für uns alle sehr, sehr hart, Lockdown und so weiter und so fort. Und mit dann in so einer Situation, in der man ja auch voll isoliert ist, Gemeinschaft zu finden, sich gesehen, gehört, gefühlt zu finden in einer Gruppe, das war für mich eine absolute Bereicherung. Und ich habe, glaube ich, vorher nicht großen Hehl gemacht aus meiner Herkunft. Ich fand es halt erstaunlich, dass es bei mir nicht irgendwie, sag ich mal, braune Frauen, also indischen Hintergrundes waren, die mich dann so gesehen haben, sondern tatsächlich schwarze Frauen. Und das war aber, ne, man spricht immer von Black Magic, dass das was ganz Besonderes für mich war und mich da auch noch mal bestärkt hat. Ja, aber das, wie gesagt, schon mal vorab. Du hast es ja gerade auch schon angerissen. Ich war jetzt letztes Wochenende auf einem, vorletztes Wochenende auf einem Nature Retreat. Ist auch von einer ganz tollen Freundin von mir, der Hylia Jobdanset. Die bildet da immer wieder so Gruppen, teilweise mehrgeschlechtlich, manchmal eben aber auch isoliert, nur für Frauen, weil sie da auch einfach diese Moon Rhythms macht, wo es dann vor allen Dingen um den Zyklus von Frauen geht. Und wir waren in einer Gruppe von ja, von 6 Frauen. Und wir sind da sehr stark zusammengewachsen. Also ein paar der Frauen kannte ich schon und ein paar nicht. Und eine besondere Erfahrung habe ich gemacht, dass ich bin ja auch Tänzerin und ich habe einer Frau quasi eine Performance geschenkt. Also es ging die ganze Zeit darum, dass wir in der Natur tanzen, um uns mit der Natur natürlich auch zu verbinden. Und auch um uns noch mehr mit uns zu verbinden. Also das Thema, das drehte sich sehr stark auch um die Gebärmutter, was ja auch irgendwie ganz spannend ist, auch in Bezug auf Gemeinschaft, weil letztendlich ist die Gebärmutter ja, sage ich mal, der Ort, der sozusagen alles zusammenbringt und eben auch Leben entstehen lässt und da auch wieder Frieden reinzubringen. Das ist so existenziell, würde ich sagen. Essentiell und existenziell. Und es war einfach so toll zu sehen, weil wir sprachen unter anderem darüber, was für Erfahrungen wir gemacht haben, als Frau das erste Mal die Periode zu bekommen. Und mein Partner hat mir sozusagen ihre Erfahrungen mitgeteilt. Und ich habe aus dem, was sie mir erzählt hatte, und auch wir haben bestimmt 10 Minuten lang nur einfach nur Augenkontakt gehabt. Und aus dem, was ich daraus gefühlt habe, vor allen Dingen, das in eine Performance gepackt. Und das war so eine heilsame Erfahrung. Und ja, es war einfach richtig, richtig schön zu sehen, dass durch dieses Miteinander, den Austausch miteinander, einfach so eine enorme Heilung auch sozusagen katapultiert werden kann und entstehen kann. Hallo, ich sehe gerade einen Kommentar. Gina, schön dich zu sehen. Du strahlst wie immer bedingungslose Liebe aus. Ganz tolle Ausstrahlung. Oh, vielen lieben Dank. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also, das zeigt ja schon, ne, so wie du jetzt darüber sprichst und die Ausstrahlung, die du da jetzt hast,
da kommt ja sehr viel irgendwie Freude und Liebe und Dankbarkeit irgendwie bei mir an. Und das ist ja, glaube ich, jedem schon eine Erfahrung gewesen, der irgendwo mal unter Menschen war, wie du da jetzt, oder sie gemerkt hat, so, ja, boah, das ist irgendwie, das sind meine Leute. Ja. Und umso spannender finde ich dann, ja, wie oft das nicht da ist, das Gefühl, ne? Und was ist sowieso der Weg dahin, ja? Fände ich auch mal so bei dir mal spannend. Also wie hast du das Gefühl, ist es jetzt dazu gekommen, dass du zu diesem Retreat gekommen bist? Also vielleicht von einem Punkt, wo du dich erinnerst, vielleicht kannst du auch mal dich zurückerinnern, wo du dich das letzte Mal irgendwie vielleicht so richtig einsam gefühlt hast oder auch gesagt hast, so irgendwie so diese Leute fehlen mir so ein bisschen. Du hast jetzt schon gesagt, die letzten 2 Jahre waren es jetzt, war es jetzt ein Tribe da von Black Lives Matter, aber so, was ist so vielleicht so dieser Weg gewesen auch? Also das Nature Retreat habe ich nicht zum ersten Mal gemacht. Das war mein zweites Mal. Also das erste Mal hat schon vor 2 Jahren tatsächlich stattgefunden. Und Einsamkeit. Für mich ist es ein ganz interessantes Thema, weil also ich muss ganz weit zurückgehen, weil ich war ein Kind, das grundsätzlich, sag ich mal, fast jede Nacht eigentlich geweint hat. Also ich habe mich jede Nacht eigentlich in den Schlaf geweint. Und es war wie so eine kontinuierliche Sehnsucht immer da. Ich habe ganz viel am Fenster gesessen und den Mond angestarrt und die Sterne angestarrt, weil ich immer ja auch so eine Sehnsucht zum All hatte, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich bin eigentlich ein Alien, was irgendwie in meiner Familie fehlgedroppt wurde. So Findelkind, so falsche Familie leider. Und ich fühlte mich halt irgendwie immer in den Sternen und beim Mond irgendwie zu Hause. Und deswegen war da ganz viel Sehnsucht, was halt auch sehr, sehr stark eben zu dieser Einsamkeit beigetragen hat. Und dann würde ich auch sagen, dass diese Einsamkeit, wenn man in den falschen Gruppen unterwegs ist, dann fühlt man sich auch einsam. Wenn man in einer Gruppe ist und man fühlt sich nicht dazugehörig, ist man einsamer, als wenn man einfach für sich ist. Und das war für mich ja so eine kontinuierliche Erfahrung, würde ich sagen. Also ich war immer einerseits so ein Einzelgänger und andererseits war ich in ganz, ganz vielen Gruppen unterwegs. Aber bei keiner dieser Gruppen habe ich mich so richtig zugehörig gefühlt. Und naja, wenn du so Dinge tust, wo du dich ganz bei dir fühlst und ganz genau weißt, so, das ist genau das Richtige. Zum Beispiel, 2013 habe ich meine Haare abrasiert. Weil das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt, so dieses, oh, ich will diese alte Energie loslassen. Und dann, dass eine Freundin mir sagte, ohne dass sie es wirklich gesehen hat, sondern nur eigentlich ein Foto von mir gesehen hatte, weil, ja, ich ihr das geschickt hatte und dann darauf so ein Spruch kam, der. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo der herkam, aber sie hat es gesagt und es war so unbedacht. Und zwar sagte sie, ja, du siehst halt jetzt aus wie eine Kampflesbe, was halt nicht der Wahrheit entsprach. Aber es war halt einfach nur ihr Denken, was sie dann versucht hat, mir aufzustülpen. Und als sie, sag ich mal, mich dann auch sah live, dann hat sie das auch wieder revidiert. Aber es war halt ein sehr verletzender Spruch und solche, sag ich mal, Aktionen gab es immer wieder. Also nicht nur mit dieser einen Person, sondern in dieser Gruppe, dass ich mich irgendwie immer so befremdlich gefühlt habe. Und ich habe das immer so auf mich bezogen, so was ist falsch mit mir, dass ich mich nicht sozusagen so wohl fühle oder angekommen fühle. Und jetzt so im Nachhinein kann ich sagen, so ja, weil es halt nicht meine Leute waren. Ne? Also jeder für sich ganz tolle Menschen. Aber es waren nicht meine Menschen. So, und das kann man halt dann auch mal so ja, sehen. Also ich will jedem Einzelnen da draußen sagen, es ist nichts falsch mit dir. Wenn du in einer Gemeinschaft unterwegs bist, wo du dich nicht wohlfühlst, dann kann es einfach daran liegen, dass das nicht die richtige Gemeinschaft für dich ist. Und da darf man sich natürlich gerne ausprobieren. Ich glaube, das hilft auch immer wieder, auch nach den eigenen Interessen zu gehen und da zu gucken. Jetzt in dieser Gruppe, in die ich für mich gefunden habe, war es halt dieser starke Drive von uns Beschäftigten, ganz besonders die Themen Rassismus und Sexismus. Und wir haben einfach
sag ich mal, von den Grundwerten her ähnliche Vorstellungen und das schweißt uns extrem zusammen. Und ja, wir sind nicht immer 100% einer Meinung, aber das ist halt auch gar nicht wichtig, weil diese Akzeptanz und dieser Respekt füreinander halt da ist und das ist wichtiger. Also es ist mir wichtiger auch zum Beispiel, dass mich jemand respektiert, als dass jemand ständig nett zu mir ist. Ja, weil jemand, der mich respektiert, kann auch immer unfreundlich sein, aber ich weiß, dass dieses darunterliegende sozusagen gegeben ist und dann hat man einen Boden, weil ich will nicht, dass man mir irgendwie Honig um den Mund schmiert und mir nach dem Mund redet oder sonst irgendwas. Da ist halt nichts, was wirklich greifbar ist und was nachhaltig ist. Und dann ist dann auch kein Vertrauen da. Und ich glaube, das sind so Punkte, die ich auch nur empfehlen kann, danach zu gehen. Wie fühle ich mich eigentlich auch in meinem Körper, wenn ich in einer Gemeinschaft bin? Fühle ich mich wohl? Woran kann das liegen? Spreche ich das an? Habe ich überhaupt das Vertrauen, auch diese Themen anzusprechen? Und dann kann man von da aus dann weitergehen. Das heißt, da sind wir ja eigentlich total so beim Punkt, sich authentisch auch zeigen, ne? Und das ist ja auch so, ich glaube, da würde ich gerne kurz drauf eingehen, zu der Bereich, wo wir beide ja auch Menschen unterstützen, dass sie sich selber erst im ersten Schritt mal sich selber mehr vertrauen, sagen, ich bin okay, wie ich bin, ne? Und dann im zweiten Schritt das halt auch nach außen tragen, ne? Und dann, wenn ich jetzt mal mein Leben angucke, dann war meine letzten Jahre mein Weg, immer mehr meinen Tribe zu finden. Und ich bin da noch lange nicht angekommen oder so. Und auch wohnungstechnisch bin ich zum Beispiel jetzt ganz brandaktuell in der Situation, wo ich aus meiner WG ausgezogen bin und sage, keine Ahnung, ey, wie ich jetzt eine neue Wohngemeinschaft finde, wo es irgendwie super, super passt. Ich habe jetzt nicht zufälligerweise die perfekten drei Freunde, die auch gerade umziehen wollen und so. Also, das ist ein ongoing process. Aber wenn ich mein Leben so insgesamt angucke, ja, dann hat sich da riesig was gewandelt. Und ich bin so, wenn ich so alle meine Freunde und Bekannte und so angucke, bin ich jetzt viel mehr in einem Bereich, wo ich sage, ja, das sind meine Leute, mit denen kann ich connecten, da fühle ich mich wohl, da kann ich ich selber sein. Und auf diesem Weg, ne, da war genau das, was du gerade gesagt hast, wichtig, dass ich immer mehr für mich in mir, und das hat nichts mit Logik zu tun oder ich sollte das jetzt mal machen, man sollte authentisch sein und so, sondern das war in mir ein emotionaler Veränderungsprozess, dass ich immer mehr wirklich so, ne, ich will jetzt auch jetzt gerade mal sowieso verlangsamen mal kurz, dass ich so gespürt habe, so, boah, ja, bin nicht perfekt. Und ich verurteile auch Sachen an mir. Und das ist okay. Ja, und es ist okay, dass ich mich noch verändere und dass ich nicht perfekt bin und ich darf auch gewisse Ansprüche haben, wie ich mit jemandem kommunizieren will, wie ich mir ein Miteinander wünsche. Und wenn ich da jetzt auch gerade so reinfühle, dann spüre ich zum Beispiel so ein bisschen Aufregung, aber auch so eine gewisse Sicherheit gleichzeitig. Und ja, vielleicht können das auch alle, die mal gerade zu Hause sind. Wir sind jetzt hier direkt eingestiegen mit dem Gespräch. Mal kurz so ein kleiner Check-in mit dir selber so. Einfach mal, ja, wenn du so ans Thema denkst, wie darfst du so sein, wie du bist? Was passiert da gerade in dir, ne? Kommt da irgendwie Aufregung? Kommt da Angst? Denkst du so, ja klar, darf ich? Oder denkst du so, teilweise nicht? Ja, und ja, wenn ich es ein bisschen verlangsame und mich da selber so einfach wahrnehme, dann merke ich, dass ich irgendwie mehr bei mir ankomme. Und das ist eigentlich der Prozess der letzten Jahre gewesen, da Stück für Stück mehr in so was Ruhiges reinzusinken in mir, wo ich wie so in meinem inneren Garten bin, wo ich gar nichts machen muss. Ja, wo ich einfach so unperfekt sein kann, wie ich bin. Und auch andere dürfen auch unperfekt sein. Und ich darf sagen, ich habe Ansprüche, was ich gerade gesagt habe, ne? Und dann Stück für Stück sind so Sachen passiert, dass ich mit Männern als auch mit Frauen teilweise sehr radikal ehrlich auch war. Ja? Und zum Beispiel weiß ganz genau, ich hatte lange Zeit, das ist jetzt ein bisschen, also es ist ein ähnliches Thema, aber ich hatte lange Zeit Freundinnen, die eigentlich nicht wirklich Freundinnen waren, sondern ich wollte mehr von denen. Ja, so Best Friend Zone oder Friend Zone, wie man es nennt. Ja. Und das hat mir eigentlich gar nicht gut getan, weil ich habe mit denen viel Zeit verbracht oder immer wieder Zeit verbracht und habe auch aber irgendwie immer gemerkt, da ist so eine Spannung und irgendwie,
Das passt nicht so ganz so, dieses, es ist keine Freundschaft eigentlich, ja, oder es ist vielleicht auch eine Freundschaft, aber irgendwie, also im Hauptfokus war eigentlich, ich will irgendwie hier, dass hier mehr entsteht als jetzt nur Freundschaft, so, ne? Und dann kam irgendwann ein Punkt, wo ich auch auf so einem Männerretreat irgendwie war und dann habe ich da irgendwie ganz viel so Energie abbekommen von den anderen Männern, so, Junge, was bringt dir das? So, sei doch einfach du selber und so. Und ich habe gemerkt, dass da, das hat mich so unterstützt. Ne? Da war ich ja dann schon in so einem Tribe von Leuten. Es können Männer und Frauen sein, ist egal. In dem Fall waren es jetzt Männer, wo ich irgendwie so gemerkt habe, ah, ich darf so sein, wie ich bin. Ne? Und dann zack, komme ich da raus. Das beeinflusst mich. Und ich hatte, glaube ich, zu allen drei habe ich irgendwie gesagt, ja, lass mal treffen. Und also war einfach ganz ehrlich. So habe gesagt, ja, ich hätte irgendwie Bock auf Massage oder so. Hatte ich dann irgendwie so. So, und dann haben zwei gesagt, du, nee, nicht so. Ja? Und dann habe ich gesagt, du, alles okay. Ja? Und irgendwie ist dann auch spannenderweise der Kontakt da so auseinandergegangen irgendwie. Ja? War dann plötzlich nicht mehr so spannend für beide Seiten irgendwie. Und mit der einen ist irgendwie mehr entstanden. Das war mega cool, mega schön. Und mit der hatte ich auch noch länger Kontakt. Auch freundschaftlich als auch irgendwo körperlich. Und es war irgendwie schön, dass ich dann die zwei Ebenen verbinden konnten und ich so gemerkt habe, ah, das ist jetzt irgendwie authentisch, da bin ich jetzt irgendwie, das ist stimmig, ne? Und das kann man jetzt natürlich auch ganz ohne irgendwelche körperlichen Geschichten, Frauen und Männer, einfach auf den Freundeskreis beziehen, dass man merkt, ah, hier kann ich so verrückt sein, wie ich gerne will, ja? Hier kann ich so, so die Witze machen, die ich gerne will. So, das war auch auf diesem Männerseminar, da war irgendwie so eine verrückte Aktion, dass irgendwie alle auf dem, ich darf jetzt eigentlich keine Details verraten, aber auf jeden Fall war es eine verrückte Aktion, wo ich so gemerkt habe, so, okay, also damit habe ich nicht gerechnet, dass wir das hier machen, aber das sind auf jeden Fall meine Peoples. So, und es war so richtig so eine Erleichterung in mir zu merken, es gibt noch genauso verrückte Leute wie ich. Ja? Und ich muss mich nicht zurückhalten im Freundeskreis irgendwie mit irgendwelchen verrückten Ideen oder irgendwelchen Sachen, auf die ich Bock habe. Das sind, glaube ich, so die zwei Wege. Ne? Auf der einen Seite ziehst du mehr die Leute an, die zu dir passen, und auf der anderen Seite, umso authentischer und ehrlicher du bist, merken dann auch die anderen so, boah, also das passt irgendwie nicht mehr, ja. Oder man selber sagt, sorry, es passt einfach nicht mehr. Ne? Aber ich glaube, der erste Schritt ist dieses, das ist jetzt auch das Letzte, was ich dazu sage, dieses authentische Sein, Kommunizieren, oft muss man gar nichts sagen. Man merkt es einfach schon, manchmal muss man was sagen. Manchmal geht es darum zu sagen, ich bin nicht dabei bei der Aktion. Ja? Ich will mich nicht treffen, ich will nicht telefonieren oder was auch immer. Das braucht es auch erstmal, dass der andere auch die Chance hat, finde ich, zu sagen, ah ja, dein authentisches Ich, das Neue. Ja? Nee, das finde ich cool, will ich mit umgehen. Aber oft machen wir uns ja, haben wir viel Angst, das mögen dann die Leute nicht und so. Und ich finde, das ist schon wichtig, das erstmal wirklich zu zeigen. Und dann hat der andere die Möglichkeit zu sagen, passt für mich oder passt nicht, oder man merkt es ja selber dann. Und dann kannst du auch sagen, so, jetzt verabschiede ich mich von dir und mach Platz für meinen neuen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, du hast auch ein paar ja, sehr, sehr gute Punkte angerissen, auch vorher schon. Weil für mich gehören halt diese drei Punkte auf jeden Fall zusammen. Erstmal sich selbst komplett so anzunehmen, wie man ist. Weil wenn ich mich selbst nicht so annehme, wie ich bin, mit allen positiven als auch negativen Seiten, dann ziehe ich mir auch Menschen sozusagen ins Leben, die mir das spiegeln, was ich an mir selber nicht annehme. Und die gucken genau da dann immer wieder hin und spiegeln mir genau das und dann tut es auch immer wieder weh. Und in dem Moment, wo man es selbst annimmt, dann traut man sich überhaupt auch erst authentisch zu sein. Und in dem Moment, wo du dann authentisch sein kannst und keine Rolle mehr spielst oder eine Maske hast, dann kannst du überhaupt auch Nähe zulassen. Weil wenn du, und dann ist es egal, ob es sich um eine Beziehung handelt, um eine Freundschaft oder auch die Gemeinschaft. Wenn ich nicht ich bin in diesen Beziehungen, dann haben diese Leute auch keine Beziehung mit mir, sondern nur mit der Rolle, mit der Maske, die ich quasi ihnen zeige. Wohl anstrengend. Das heißt, ja, und dadurch entsteht auch die Einsamkeit, weil dadurch bist du ja dann in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, wo du nicht du bist. Das heißt, du wirst nicht geliebt und angenommen, sondern nur diese Rolle. Und dann wird es auch echt unangenehm, ja, für dich, weil du dann selber denkst auch, naja, ich habe das ja gar nicht verdient, geliebt zu werden, angenommen zu werden. Naja, aber dadurch, dass du das über dich selber denkst, lässt du das sozusagen auch gar nicht zu, dass andere überhaupt die Chance haben, dich wirklich kennenzulernen
und dich auch für das, wer du bist und was du bist, halt anzunehmen. Und das ist so ein Major-Sprung. Du hattest mich ja eben auch gefragt, was sozusagen bei mir der Wandel war. Und ich habe ja gesagt, dass, sag ich mal, mein inneres Kind damals halt sehr, sehr, sehr stark in dieser Einsamkeit gefangen war. Und das, was sich die letzten Jahre bei mir am meisten verändert hat, ist eigentlich meine Beziehung zum Bewusstsein, meine Beziehung zum Weltall, meine Be Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu, ja, zu Spirit, wie ich es immer wieder nenne. Und dadurch, dass ich da so eine starke, enge Verbindung geschaffen habe, so eine pure Liebe auch geschaffen habe, so eine starke Verbindung, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, einsam zu sein. Weil selbst wenn ich für mich bin, also ich bin gerne alleine mittlerweile, ne? Ich, wie gesagt, ich war Social Butterfly, Everybody's Darling, ich musste, ja, ich hatte das dringende Bedürfnis, ich musste überall dabei sein. Ich habe mich zutiefst verletzt gefühlt, wenn ich irgendwo ausgeschlossen war, so, weil ich nicht eingeladen worden bin. Das war Drama ohne Ende. Das gibt's heute für mich nicht. Ich gucke nicht nach, wer will mich dabei haben, sondern will ich dabei sein. Ja, und das würde ich auch empfehlen, jedem für sich selbst auch zu schauen, so nicht, zum Beispiel in einer Beziehung auch, nicht will der andere mich, sondern wie fühle ich mich mit dem anderen Menschen und will ich überhaupt in dieser Beziehung sein? Und wenn man sozusagen mehr nach sich geht, und wir haben eben auch das Thema Vertrauen angesprochen, da geht es auch viel um Vertraue deinem eigenen Körper. Vertraue auf das Gefühl, was in dir entsteht. Und du hast es auch gerade so schön gemacht mit der Übung auch so. Was passiert denn da bei dir wirklich körperlich? Ja, wenn du, wir haben ja auch diesen Irrglauben, dass wenn wir verliebt sind und diese Schmetterlinge spüren, dass das dann die Liebe sozusagen ist. Dass das aber eigentlich Stress ist, der Körper sozusagen Stresssignal sendet. Und wir eigentlich uns nicht wohlfühlen mit dieser Person, sondern diesen Irrglauben haben, ja, ich bin verliebt, dann kann das eigentlich nur zu einer Katastrophe führen, weil was eher da sein sollte, ist halt eben dieses, so, ich bin zu Hause, ich fühle mich wohl, ich kann alles ablassen, auch diese Masken eben, von denen ich eben gesprochen habe. Und das finde ich so wichtig. Sharanya schreibt gerade, so well said. Wir haben so viele Sachen gesagt, deswegen, Sharanya, sag doch nochmal, was genau du meinst. Und ich finde es vielleicht auch ein guter Punkt, gerade zu sagen, also wer Fragen stellen will, auch hier, ne, oder sowieso kommentieren, aber auch Fragen persönlich zu mir oder zu dir, gerne einfach in den Chat schreiben und wir gehen drauf ein. Genau. Ja, was ich noch mit reinbringen will, ist so der Business-Aspekt, weil das ist ja, Gemeinschaft ist ja allübergreifend, ne? Das ist ja, mit wem wohne ich zusammen, mit wem verbringe ich meine Freizeit, aber auch mit wem arbeite ich zusammen. Und vielleicht auch einfach, weil es der Bereich ist, wo ich vor allem unterwegs bin auch, ne? Also nicht nur, aber vor allem, dass ich oft merke, bei mir die Klienten, da sind die Kunden begeistert und irgendwie spricht sich aber teilweise noch nicht so krass rum. Ne? Und vor allem teilweise sind die aber selber, also die Coaches, die Trainer, die Speaker, sind selber irgendwie, haben so das Gefühl, ja, meine Kunden sind begeistert, aber ich nicht so ganz. Ja? Also ich bin hier nicht so begeistert von dem, was ich da mache. Ich finde es ganz cool, aber irgendwie habe ich das Du Gefühl. jetzt persönlich wirklich? Du jetzt oder sprichst du Nee, nee, von nee, jemand genau, anderem? die Kunden. Ne? Also wenn jetzt zu mir ein Coach kommt und sagt, ich würde gerne hier, ich launche eine neue Webseite, ja, oder ich habe da einen Vortrag vor mir, dann einen Workshop, da kommen die eigentlich nur zu mir, wenn die sagen, es läuft bei mir ganz okay oder es fängt gerade erst an oder wie auch immer, also, das läuft sogar richtig gut finanziell, aber ich habe das Gefühl, also die sagen dann, wörtliche Rede, ich habe das Gefühl, irgendwie gebe ich noch nicht mein ganzes Selbst da rein. Und irgendwie ist das, was ich da mache, noch nicht so ganz ich. Und ich halte noch was zurück. Ich verbiege mich so ein bisschen, um irgendwie seriös zu wirken, um irgendwie das zu liefern, was die wollen, ja. Oder was ich glaube, was sie wollen, ist ja eigentlich eher der Satz. Und dann werden die auch gebucht und so, ne? Sonst kannst du ewig weitermachen. Aber irgendwie schleicht sich dann so eine Leere ein teilweise oder so ein Gefühl von,
es kann es noch nicht gewesen sein. Ja? Und was ich dann mache, ist, dass ich sie einfach nur dabei unterstütze, sich selber zu vertrauen, dass was da raus will aus denen, und vielleicht ist es auch ein bisschen, erstmal scheint es unpassend zu sein oder unseriös oder was auch immer, ist eigentlich genau das, was Leute da draußen brauchen. Ja? Und ja, es kann sein, vielleicht sind es nicht genau die Kunden, die jetzt gerade da sind oder nur manche von denen. Und ganz sicher ist auch, habe ich oft genug erlebt, es kommen neue Kunden dazu. Das sind so die Soulmate-Kunden, das sind die, die genau Bock auf dich haben. Ja? Und das ist eigentlich auch egal, ob du jetzt angestellt bist oder selbstständig oder wo auch immer du arbeitest. Arbeitskollegen und Kunden, selbes Spiel. Das sind die Leute, wo du merkst, ja, da passt irgendwie, da kann ich genau sein, wie ich bin, da kann ich, was weiß ich, auch der sein, der mal die Witze macht oder der irgendwie hier mal krass ist oder der so ganz seicht ist oder die. Ja? Also egal, was es jetzt ist. Einfach so zu sein, wie du da sein möchtest und wo du das Gefühl hast, das braucht es jetzt. Und dann gibt es erstens viel mehr Energie und meistens kommt auch mehr Kohle bei rum. Ja. Sharanya hat es gerade auch nochmal genau gesagt, vor allem der Satz, dass man sich, Moment, jetzt bist du hochgerutscht, dass man sich noch einsamer fühlt, wenn man in einer Gemeinschaft von Freunden ist, wo man nicht authentisch sein kann oder nicht ehrlich und gewisse Boundaries aussprechen kann. Yes. Toll, also das kenne ich genauso gut und ich muss sagen, also ich glaube, da bist du echt ein Stück weiter als ich noch, weil ich fühle mich auf jeden Fall öfters mal einsam noch. Und bei mir ist es aber mittlerweile zum Glück so. Also früher habe ich dann auch nicht so richtig gewusst, wie ich damit umgehen soll und ja, meistens dann, was weiß ich, Netflix, Pipapo, ja, sich dann da irgendwie zugeschüttet mit irgendwelchen Ablenkungen. Und das passiert jetzt auch noch ab und zu, das gebe ich offen zu. Und gleichzeitig komme ich jetzt aber viel früher an den Punkt, manchmal auch direkt, dass ich dann einfach mit der Einsamkeit bin, ja, und mich hinsetze und sage, okay, ich spüre das jetzt gerade, okay, ja, da ist irgendwie so ein junger Teil in mir, fühlt er sich an, er fühlt sich an, als wäre er irgendwie 3, 4 Jahre alt, gar nicht wie der erwachsene Vincent, weißt du. Und dann spüre ich den einfach und dann, ich meditiere auch jeden Tag und mache vieles auch oft und das hilft dann unheimlich und dann komme ich halt mit mir selber von alleine, ohne andere Menschen, wieder in Zustand von Entspannung und irgendwie, ah, ist ja eigentlich alles gut und ich bin voll eingebunden. Und das ist für mich Ja. so voll der Schlüssel zum Beispiel, dass ich sage, ja, es ist voll normal, sich einsam zu fühlen, so, für jeden und es ist voll wichtig, da Wege zu finden, auch ohne andere Menschen, da dich da ja rausholen zu können irgendwo gewissermaßen, indem du das fühlst, was da ist und dann Stück für Stück merkst, ah, ich bin ja doch gar nicht 3, 4 Jahre alt und alleine gerade, sondern bin da eigentlich 27 und mir geht's ja eigentlich ganz gut. Ja, voll schön. Und ich glaube, dass es auch total wichtig ist, dass man das macht, weil sonst man sehr stark Gefahr läuft, etwas von einem anderen Menschen zu brauchen. Ja, ich habe gestern noch das Gespräch mit ja, einer Kollegin auch geführt. Und da sagte ich auch, wenn du sozusagen immer darauf angewiesen bist, dass dir jemand etwas anderes gibt, und wir sprachen auch da ganz stark von Resentment, dass man sozusagen jemanden ablehnt oder ja sozusagen so einen Vorwurf macht, dass derjenige deinem eigenen Needs or Wants, also das, was du brauchst, das, was du willst, dem nicht zufriedenstellt oder das nicht besättigt. Und dann habe ich halt sozusagen gefragt, so, wie ist es denn bei dir? Sättigst du deine Bedürfnisse? Schaust du nach, was du brauchst und gibst du dir das? Sorgst du dafür, dass du wirklich in deine Freude kommst? Genießt du das Leben? Und wenn du das für dich tust, wie kannst du dann erwarten, dass jemand anderes das für dich tut? Weil du musst ja auch erstmal selber für dich wissen, was es denn ist, was deine Gefühle und was deine Bedürfnisse sind. Und dann kannst du es auch kommunizieren. Wie kommunizierst du es denn in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen? Fragst du nach dem, was du brauchst? Und dann sagte sie so, ja, Kommunikation ist genau das, was irgendwie für mich am schwierigsten ist in einer Beziehung. Ja, da haben wir den Punkt. Und deswegen finde ich das großartig, dass du sozusagen da dein eigenes Gefühl, dein eigenes Bedürfnis wahrnimmst und sozusagen für dieses innere Kind auch sorgst, weil das halt super, super wichtig ist. Und viele wissen halt nicht, wie das geht.
Und da würde ich halt sagen, ist halt wirklich, da kommen wir ins Spiel mit unserer Arbeit. Wir sind halt wirklich so equipped mit diversen Tools, dass wir für jeden Menschen sozusagen das richtige Tool auch wirklich haben, dass wir sie aufgreifen können und ihnen auch beibringen können, wie können sie eigentlich für sich selbst sorgen, dass dann eben peu à peu auch diese Einsamkeit sozusagen verarbeitet werden kann und dann ihr Leben auch einfach, also das ist halt so der wichtigste Punkt für mich, auch wirklich das eigene Leben so zu gestalten, wie man es sich selbst wünscht und nicht danach, wie sieht mein Leben aus für andere und finden das jetzt alle ganz toll, dass sie mir applaudieren. Und ich selber fühle mich aber eigentlich total beschissen, weil es mir nicht gefällt, weil es nicht das ist, was ich brauche, was ich will. Sich selbst da auch zu kommunizieren, und vor allen Dingen Ausdruck zu finden von dem, was auch in dir selber ist. Also sei es gewisse Leidenschaften, wenn man sich da auch so verkümmern lässt. Und ich hatte das ja eben auch schon gesagt, so es gibt nichts Stärkeres, als über deine eigene Leidenschaft Gleichgesinnte zu finden und mit denen dann in Gemeinschaft zu gehen. Ja, weil man dann eben nicht nur für sich selbst wirkt, sondern auch in Gemeinschaft mit anderen wirkt. Und dann wird diese Energie auch potenziert. Und das ist. Und das können ja ganz verschiedene Gemeinschaften sein, ne? Das kann eine Gemeinschaft sein, mit der man klettern geht. Es kann eine andere sein, mit der man über persönliche Themen spricht. Es kann eine sein, mit der man irgendwie tanzt. Und es kann eine sein, mit der man irgendwie sonst was macht. Klar, ne? Das Ideal ist vielleicht irgendwie, dass das alles in einer passiert. Aber ganz ehrlich, in meinem Leben ist es nicht so. Ich habe verschiedene Tribes, verschiedene Sachen. Und ich glaube, das ist auch voll okay für mich. Also. Und teilweise überschneidet sich das auch, ist dann auch voll cool. Ne? Ich würde sagen, das überschneidet sich sogar immer mehr, weil spannenderweise dann doch irgendwie die Freunde, die dann auch irgendwie bleiben oder neu dazukommen, doch sehr ähnliche Interessen haben teilweise wie ich und dann auch irgendwie gerne raufen und gerne in die Sauna gehen und gerne sonst was machen. Ja? Genau, also das scheint da irgendwie, ich sag mal, Kohärenz zu geben, ne? Wie sich das dann auch alles immer mehr überdeckt. Aber wir haben jetzt so die letzten 2, 3 Minuten. Wollten das Format heute mal ein bisschen kürzer halten als letztes Mal. Einfach ja, der Übersicht halber. Ich glaube, so zum Ende lasse ich dir auch gerne noch mal kurz Raum, einfach auch zu sagen, was du jetzt gerne noch sagen möchtest, so zum Abschluss, was dir wichtig ist. Ich möchte einfach noch sagen, natürlich braucht man andere Menschen, um zu lernen, wie man für sich selber da sein kann. Weil Einsamkeit ist ein Zustand. Ist ein innerer Zustand, ist kein äußerer Zustand. Alleine sein ist ein äußerer Zustand. Aber alleine sein ist nicht gleich Einsamkeit. Ne? Wie du es vorhin gesagt hast, du bist oft alleine, aber du fühlst dich nicht mehr einsam. So. Und ich merke es auch bei mir immer mehr, dass ich alleine sein kann und immer weniger mich einsam fühle. Und wenn es dann passiert, ist eben wichtig, dass ich weiß, wie gehe ich damit um, wie kann ich mich da selber rausholen. Und natürlich habe ich das von anderen Menschen gelernt. Natürlich habe ich mich das nicht selber beigebracht, wie ich mit meinem inneren Kind umgehe oder wie man es auch immer nennen möchte, mit diesem Gefühl der Einsamkeit. Natürlich habe ich das von anderen gelernt und deswegen finde ich es ja so cool auch, dass es Menschen wie Coaches gibt. Ne? Wir sind jetzt zwei davon, es gibt ja so viele andere, zu jedem passt jemand anderes. Und da einfach zu sagen, ja, Hilfe annehmen ist das Allerschlauste, was du machen kannst. Und dann kannst du auch selber alleine weitermachen, so. Aber manchmal zwischendrin habe ich auf jeden Fall wichtige Unterstützung annehmen müssen und auch weiterhin und werde es auch in Zukunft machen. Weil das einfach, ja, da entsteht schon Gemeinschaft in diesem Hilfe annehmen. Ja, was ich noch ergänzen wollte, war, was mir gerade hochgekommen ist. Die Person, mit der ich gestern das Gespräch geführt habe, ist Künstlerin. Und ich habe ihr als Tipp gegeben, so, du glaubst, dass du ein weißes Blatt Papier bist, aber eigentlich bist du voller verschiedener Farben. Traue dich, all diese Farben auch zu zeigen. Und ich glaube, dass es eben Überschneidungen gibt mit diesen einzelnen Farbspektren, sozusagen, die wir in uns tragen. Und wir haben aber oft Angst vor diesem Unbekannten. Und das ist für mich ein bisschen das Schwarze. Ja, aber in dem Moment, wo du mit Licht sozusagen in das Schwarze gehst, siehst du wiederum wieder ganz viele Farben. Und deswegen, die Welt ist so bunt, du bist so bunt. Trau dich, deine Farben zu zeigen. Und ja, ich möchte hiermit auch einfach euch einladen, da auch ja, bei meinem Programm sozusagen teilzunehmen.
Ich fange mal mit der Gruppe an, die sozusagen für beide Geschlechter auch sind. Ich lese unter anderem Tarot und habe da meine Tarot-Gruppe, Tune in Frequency Tarot Readings heißt diese Gruppe. Es ist auf Facebook zu finden. Da seid ihr herzlich eingeladen. Ich werde auch heute wieder live gehen dort und Tarot lesen. Und ihr werdet merken, dass in diesen Tarot-Readings eben auch sehr, sehr viel Coaching-Inhalte kommen. Das heißt, jeder kann für sich eigentlich etwas mitnehmen. Und dann ganz besonders an die Frauen, da ich schon auch einen Fokus habe auf Frauen, weil ich die auch einfach empowern möchte, dass es im Oktober die dritte und letzte Runde meines Comeback-Coachings gibt. Comeback deswegen, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass wenn du sozusagen dich von deinem Potenzial verabschiedest und voll in die Entfaltung kommen kannst, dass du dann sozusagen dein persönliches Comeback erleben kannst. Und ich habe das ja gerade schon auch mit den Farben beschrieben. Und zwar sind die Farben ja auch unterschiedlichen Chakren sozusagen zugeordnet. Und diese Chakren wollen wir sozusagen gemeinsam aktivieren und in die Balance bringen. Und in 8 Wochen könnt ihr euch sozusagen von mir begleiten lassen. Wenn das alles nichts für euch ist, bin ich auch für euer 1-zu-1-Coaching da. Und ihr könnt mit jeglichen Themen kommen, was euch gerade so beschäftigt. Und ja. Ich freue mich, euch kennenzulernen und ich danke dir, Vincent, einfach für das Gespräch. Es ist einfach immer wieder schön, immer wieder bereichernd. Und ich finde es auch immer wieder toll, einfach, dass wir sozusagen diese zwei Aspekte, diese zwei Perspektiven, dass sie sich einfach auch unheimlich toll ergänzen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir freuen uns über eure Kommentare. Ja, und danke. Ja, danke, dass du da auch noch den Leuten konkrete Wege aufgezeigt hast, wie sie da auch für sich weitermachen können mit dir. Das mache ich jetzt auch noch. Das hat mich jetzt natürlich inspiriert. Das ist ein bisschen schöner eigentlich, wenn man auch weiß, wie, was gibt's dann noch. Genau, also bei mir kannst du auf jeden Fall kommen, wenn du jetzt fürs Einzelcoaching sagst, hey, ich möchte irgendwie auch in meinem beruflichen Leben authentischer sein und ganz konkrete Projekte sind mir immer am allerliebsten. Ich unterstütze Menschen dabei, ein Imagevideo für ihre Webseite zu machen, überhaupt an ihrer Webseite zu arbeiten, sich auf einen Workshop vorzubereiten, auf einen potenziellen Workshop vorzubereiten. Ich unterstütze Menschen, die gerade schon mitten im Business sind und viele Kunden haben oder Leute, die auch gerade neu reinstarten. Und ganz konkret sind das eigentlich fast immer Coaches und Trainer im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Das heißt, wenn du da mehr Mut brauchst und jemanden, der dich auch ein bisschen hilft, dich zu strukturieren, aber gleichzeitig auch da einfach deine persönliche Marke reinzubringen, dass dich dann genau deine Soulmate-Kunden finden, kannst du gerne mich mal ansprechen. Wir können mal kostenloses Vorgespräch einfach machen, um zu gucken, ob das für dich passt und was für dich passt. Und ja, gruppentechnisch entsteht es gerade viel bei mir. Da kann ich nur sagen, was in der Zukunft kommt. Da könnt ihr mir gerne einfach hier auf Instagram oder auf Facebook folgen. Dann seht ihr schon, was da noch kommt. Da werde ich zum Beispiel viel mit dem Thema Wut und Mut arbeiten. Und habe auch da in der Vergangenheit schon in kleinen Gruppen gearbeitet, dass man zum Beispiel ein persönliches Konfliktthema mit jemandem einbringt. Egal mit wem, mit der Mutter, mit dem Vater, mit dem Chef, mit der Freundin, mit Freunden, egal was. Und dann spielen wir das mal ganz konkret durch und jemand anderes ist in diesem Rollenspiel dein Gegenüber und es geht darum, wirklich da in deine Kraft zu kommen und authentisch zu sein und das zu erreichen, was dir wichtig ist. Und dann wechselst du mal durch und die anderen Teilnehmer sind mal das Gegenüber oder du selber und am Schluss hast du dann deine Lösung, auch auf emotionaler Ebene und die Sicherheit. Und dann mache ich noch Hacker-Wutkraft-Trainings, wo es wirklich darum geht, mal in deine Wutkraft zu kommen, schön langsam und entspannt mit der Gruppe spielerisch, aber auch wirklich diese tiefe Lebensenergie für dich zu spüren. Das mache ich vor allem in Berlin. Da werde ich auch noch Sachen zu posten. Das ist für Männer und für Frauen. Ich werde aber auch explizit nur für die Männer auch noch Workshops machen dazu. Und genau, in Berlin veranstalte ich auch noch Kuschelpartys. Das ist vielleicht erstmal für manche so ein bisschen, Kuschelparty, ganz kurz abgekürzt. Geht wirklich darum, für dich zu lernen, Grenzen zu setzen, Ja zu sagen, Nein zu sagen, Bedürfnisse auszusprechen, was du möchtest, was du nicht möchtest. Und das alles in einem spielerischen und sicheren Rahmen mit anderen Menschen. Und ja, freue ich mich, wenn eine von den Sachen vielleicht für dich passt, wenn wir uns in Zukunft mal persönlich treffen oder wieder persönlich treffen. Ich sehe, es sind ja auch manche Leute heute, die zugucken, die ich auch ganz gut kenne. Freue mich, dass ihr alle dabei wart. Freue mich, dass du heute hier so toll mit mir dieses Gespräch geführt hast und so viel wertvolle Sachen aus meiner Sicht wirklich beigetragen hast. Und ja, dann gucken wir mal,
ob wir wieder in der Runde und Konstellation oder in einer anderen Konstellation zusammenkommen. Von Herzen gerne. Ja, und wenn ich in Berlin bin, dann bin ich auf jeden Fall bei den Kuschelpartys dabei. Ja, das am 18. ist die nächste, am Samstag. Ich freue mich schon, wir sind schon 20 Leute. Nächsten Monat am 16. Oktober wieder. Also wird gut. Davon bin ich überzeugt. Ja, dann verabschiede ich mich mal. Ich freue mich, wie gesagt, auf eure Kommentare und auf bald. Mach's Ciao. gut, Vincent. So, jetzt seht ihr mich noch ein bisschen hier, wie ich das Ganze beende. Und ich wünsche euch alle. Ah, guck mal, da kommen noch ein paar Kommentare. Genau, wenn ihr noch irgendwie ein, zwei Kommentare abgeben wollt zum Ende hin, könnt ihr das gerne machen. Und sonst wünsche ich euch jetzt einen mega schönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr werdet mich in Zukunft jetzt öfters live sehen. Jetzt geht's los, Freunde. Ich habe Feuer gefangen und richtig Bock, mich mit coolen Leuten auszutauschen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag.